stellt man einen Bonbonkranz her? Dafür brauchst du einen Styroporring, Bonbons in unterschiedlicher Farbe und Beschaffenheit, sie müssen weich genug sein, damit du sie aufspießen kannst, Zahnstocher und Aluminiumfolie. Schritt 1. Bereite deine Arbeitsfläche vor. Schütze deine Arbeitsfläche. Dann legst du den Styroporring darauf und beziehst ihn rundum mit Aluminiumfolie. Jetzt machst du die Zahnstocher zurecht. Wähle dafür mehrere Arten deiner Bonbons. Schritt 2. Verziere deinen Kranz. Steche die erste Reihe Bonbons im Zentrum des Rings ein. Du kannst immer die gleichen Bonbons verwenden oder aber die Farben wechseln und damit ein Muster machen. Lass deiner Fantasie einfach freien Lauf. Mach weiter so, bis du den kompletten Ring geschmückt hast. Schritt 3. Fülle die Lücken. Fülle kleine Lücken in deinem Kranz hier und da mit kleinen Bonbons auf. Super, dein Kranz ist fertig. Damit kannst du zum Beispiel deinen Geburtstagstisch schmücken. Sieht richtig toll aus.